Der Sommer ist da, es ist heiß und du schwitzt. Kein Problem. Es gibt viele verschiedene Methoden, gegen das starke Schwitzen anzugehen. Wenn das Schwitzen nicht krankhaft ist, dann könntest du zum Beispiel mit einem parfümfreien, aber aluminiumhaltigen Antitranspirant sehr erfolgreich sein. Das kann manchmal die Haut reizen, wird aber in der Regel gut vertragen und zieht sehr schön die Schweißdrüsenausführungsgänge zusammen. Für krankhaftes Schwitzen gibt es das in der Apotheke mit noch höheren Konzentrationen. Das Thema Aluminium ist Gott sei Dank vom Tisch. Wir wissen, dass die Haut im Grunde das Aluminium kaum bis nicht durchlässt, außer die Haut ist vielleicht frisch rasiert, aber nennenswerte Mengen von Aluminium kommen nicht in den Körper durch dein Antitranspirant. Das Thema Demenz wird eher durch die orale Einnahme von Aluminium gefördert. Wenn du also dein salziges und saures Grillessen in Alufolie oder Alugeschirr erhitzt oder darin einwickelst, das kannst du besser vermeiden. Aluminium ist das dritthäufigste Erdkrustenmetall und kommt auch in Tomaten und im Wasser vor. Also das Antitranspirant ist gut, um Schwitzen nachhaltig zu unterbinden. Deodorants ohne Aluminium sind leider nicht so wirksam. Die benutzen antibakterielle Wirkstoffe, die die Bakterien auf der Haut reduzieren, die für die Geruchsbildung verantwortlich sind. Oder sie benutzen Parfüm, das einfach eine Art Überstink darstellt. Außerdem kannst du natürlich mit Botox dich behandeln lassen oder Botulinumtoxin. Das ist eigentlich der richtige Wirkstoffname. Da wird in die Haut injiziert. Das ist eigentlich sehr nebenwirkungsarm und hält ein paar Monate, also sehr schön über den Sommer. Man kann mit Schwachstrom arbeiten bei den Menschen, die stärker schwitzen, mit einem Gerät, wo durch einen nassen Schwamm leichter Strom durchgeleitet wird. Und das führt auch zu einer Verengung der Schweißdrüsen. Außerdem ist Salbei beliebt als Tee oder Extrakt aus der Apotheke. Man kann es also einnehmen, da wirkt es ganz gut. Schweißunterdrückend, aber auch lokal aufgetragen, kann ein gewisser Effekt zu verzeichnen sein. Und es gibt ein neues Medikament, welches man aufträgt und das wie so eine Art Botox aufgetragen wirkt, also die Nervenübertragung auf die Schweißdrüse unterbindet. Das macht man eine Weile lang täglich und dann vielleicht nur noch so zweimal in der Woche. Frag unbedingt deinen Hautarzt danach. Also wenn du stark schwitzt oder zu unschönem Körpergeruch neigst, wechsel auf ein Antitranspirant mit Aluminium oder nutze eine andere Methode. Beziehungsweise achte auch darauf, dass du die Achseln sauer wäschst, also mit einem pH-Wert von 5. Oder Essigwasser benutzt, 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Und dann gibt es noch die Natron-Fraktion. Das funktioniert auch. Das ist allerdings sehr alkalisch. Damit werden ebenfalls Stinkbakterien gekillt. Allerdings wird der pH-Wert zu alkalisch. Und das kann den Säureschutzmantel schwächen. Davon bin ich jetzt persönlich nicht so ein großer Fan.